auch nie bilden könnte. Das Nibelungen-Denkmal in Pyrgan bildet den Weg der Nibelungen an Rhein und Donau ab. Genauso wie meine Ausstellung. Den Helden des Epos begegne ich am Ufer der Donau. Rüdiger von Bechelan und Hagen von Tronje. Pyrgan pflegt seine Nibelungen-Tradition und meine Ausstellung ist Teil dieses Konzepts. Die Schau findet im Kokoschka-Museum statt, dem Geburtshaus des berühmten Malers aus Österreich. An der Donau ist schon sehr lange Heimat vieler Menschen, besonderer Persönlichkeiten und auch oft Schauplatz besonderer Ereignisse. So ist es nicht verwunderlich, dass auch das Nibelungenlied von unserer Heimatstadt berichtet. Von Oskar Kokoschka bis Ursula Strauss, von römischen Soldaten bis Rüdiger von Bechelan. Ob weltberühmt oder regional beliebt, ob darstellende Kunst, Musik oder Schauspiel, ob Ritter oder Retter. Sie bereichern unsere Welt mit ihren Wesen und ihre Geschichten regen uns an. Es ist eine Ausstellung, die zeigt, wie sehr die Nibelungen und das Nibelungenlied auch heute noch lebendig sind. Der Mythos der Nibelungen lebt. Er ist präsent und er wird heute in ganz neuer Form auch für viele von Ihnen sich zeigen. Die Nibelungen, die reisen vom Rhein bis ins Hunnenland. Eine Reise, die in der natürlich die Donau eine wichtige Rolle spielt, die Überquerung der Donau. Sehr schön kommt dies zum Ausdruck, wenn in den Illustrationen von Zsenia Scheff auch diese Strukturen von Gewässern und Flüssen wie sichtbar werden. Da sieht man, wie sehr diese Wegnetze, Flussläufe, dieses Reisen bestimmen. Pyrgan ist im Nibelungenlied ein Ort der Gastfreundschaft. Dafür steht Pyrgan und trotz aller düsterer Vorzeichen, die im Nibelungenlied vielleicht mit diesem Fest und dieser Verlobung und der großen Liebesszenerie zusammengehen, trotzdem, Pyrgan ist der Ort, an dem gefeiert wird. Den Po von der Mixe habe ich schon. В песне о Нибелунгах у меня есть целый ряд любимых героев, но особенно мне нравится Рюдигер фон Бехеларн, который на самом деле из Бехларна, из города, где сейчас проходит эта выставка. Почему мне особенно нравится? Потому что он всегда весел, он всегда дружелюбен, он всегда старается между людьми заключить мир. И вот это, мне кажется, сейчас особенно важно.